Er kostete viele Opfer auf beiden Seiten. Bei den Kristallion und auch bei den Eiskanern. Die beiden Völker bekämpften sich erbittert, um die Kontrolle über das Gebiet zu bekommen, auf dem wir heute leben. Haltet durch, Eiskaner! Noch heute Abend werden wir hier glorreich siegen! Ja! Mein König! Ich bringe schreckliche Nachrichten. Während Ashkabar an der Front kämpfte, verschwanden seine Frau und sein Baby. Meine Frau? Mein kleines Mädchen? Oh nein! Ashkabar war ein gebrochener Mann, aber dieses Unglück öffnete ihm die Augen. Hört auf zu kämpfen! Hört auf zu kämpfen! Er beschloss, ab sofort mit den Kristallion über den Frieden zu verhandeln. Der Friedensvertrag legte fest, dass zwischen den beiden Völkern eine mannshohe Mauer zu errichten sei und dass die Völker alle 20 Jahre die Seiten tauschen sollten und damit auch die Kontrolle über die Perlmutt-Vorräte. Chris, der einzige Thronfolger der Kristallier, war damals erst 2 Jahre alt. Deshalb wurde beschlossen, dass zunächst Ashkabar und die Eiskaner Zugriff auf das Perlmutt bekommen sollten. Der arme Ashkabar hat viel verloren in diesem Streit. Er wollte nie wieder im Leben heiraten oder andere Kinder haben. Seither hat er sich nur für sein Volk aufgeopfert. Sag mal, Elmar, Sheela ist doch deine Adoptivtochter. Ja, das stimmt. Ich selbst habe sie gefunden. Ich war gerade unterwegs zum Perlmuttsee, als ich sie sah. Sie war allein und muss etwa 2 Jahre alt gewesen sein. Das arme Kind war sicher schon stundenlang der Kälte ausgesetzt. Nein, mein Medaillon ist weg. Oh. Sieh an. Hey, kleiner Prinz, was hast du entdeckt? Seht mal. Das ist Malina, Ashkabars Frau und ihr gemeinsames Kind. Oh, die Unglücklichen. Passt mal auf. Malina trägt das gleiche Medaillon wie Sheela. Vielleicht ist Sheela ja... Nein, schnell! Ihr müsst euch verstecken! Wachen! Verhaftet sie! Nein, wartet! Immer mit der Ruhe! Ich flehe euch an, Ashkabar. Tut das nicht! Ruhe! Du hast mich verraten, Elmar! Ashkabar, hört mich an! Wir kennen euer Geheimnis! Wie kannst du es wagen? Werft sie ins Gefängnis, alle drei! Ashkabar, nein! Schon wieder? Hört mich an! Eure Tochter, sie lebt vielleicht noch? Rede doch keinen Unsinn! Nehmt sie mit! Ich schwöre, ihr begeht gerade einen schrecklichen Irrtum! Ashkabar, Sheela und ihre Freunde sitzen fest. Jetzt musst du nur noch diesen Chris hinter Gitter bringen, dann kannst du weiter regieren. Alle werden denken, dass du Frieden mit Rakash erzielt hast, also mit dir selbst. Nanu, was hast du denn? Meine Dienerin Elmar sagt, dass meine Tochter vielleicht lebt. Absurd. Hat sie dafür auch nur den kleinsten Beweis? Nein. Siehst du? Du musst weitermachen. Es ist zu spät, um deine Meinung zu ändern. Wenn dein Volk dein kleines Geheimnis entdeckt, wird es dich sofort absetzen. Und statt Ashkabar der Große wärst du... Ashkabar der König der Lügner. Ich weiß. Ich gehe jetzt zu den Kristallien und lasse Chris verhaften. Ein Gefängnis im Tunnel ist ziemlich schlau. Kleiner Prinz! Fuchs! Rein da! Mama? Mein kleines Mädchen. Ach, wie rührend.